Ich bin auf der Suche nach einer neuen Art der Zeitverschwendung. Vielleicht Yoga oder ich reise um die weite Welt rum. Oder Fernsehen, vielleicht auch meine eigene Sendung. Oder ich probier's mit Leichenschändung. Eine ganze Menge Dinge hab ich auch schon probiert. Als Kind hab ich harte Viren bei mir zu Hause programmiert. Und dann versucht sie auf die Schulcomputer drauf zu kopieren. Saufen war cool, doch dann wurde mein Magen rausoperiert. Ich hab gekifft und geraucht und ein paar Drogen genommen. Ich hab paar Filme geschoben und bekam einen Vogel davon. Hab mich in der Jugend mit Butterfly und Gasknarre bewaffnet. Graffiti gemalt und wurde beim zweiten Mal verhaftet. Hab auf Partys rumgepöbelt und in Schlägerei kassiert. Während der Schulzeit wirklich jede Regel ignoriert. Hab in der Stadt randaliert und in Läden geklaut. Und dass ich wie heute werde, hätte ich dem Leben geglaubt. Gibt es diesen einen Pfad, auf dem du richtig durch dein Leben gehst? Oder gibt es falsch und richtig jeden Tag auf jedem Weg? Sind die wichtigsten noch die verrücktesten Sachen? Und ist es möglich, alles falsch und doch auch richtig zu machen? Gibt es diesen einen Pfad, auf dem du richtig durch dein Leben gehst? Oder gibt es falsch und richtig jeden Tag auf jedem Weg? Sind die wichtigsten noch die verrücktesten Sachen? Und ist es möglich, alles falsch und doch auch richtig zu machen? Mein Körper war Schrott, ich hab beim Duschen gekotzt. Fing an mit Rap und schrie mir Hass, Frust und Wut aus dem Kopf. Ich hab Texte geschrieben und mir eine Artspur gekauft. Plattenspieler und ein Mic und nahm den Kack damit auf. Ich konnte trotz all des Reihens das Feiern nicht lassen. Ständig betäubt durch weiter Saufen, ich hatte einen ne Klatsch. Ich wollte ficken, nur leider fanden Weiber mich kacke. Ich mich auch und die Welt, so hab ich reiner erschaffen. Als Punkrapper war's cool, tierisch am Arsch zu sein. Und ich war stolz auf, dass ich rumlief wie ein Warzenschwein. Beim Auftritt kam's geil, wenn ich Hacke von der Bühne rollte. Bis zum Tresen puckte und Schutz von der Bedienung wollte. Ich hab mein Elend zelebriert, bekam zum Dankapplaus und hab mir so den Weg gebahnt wie mit ner Panzerfaust. Ich hab aus meinen tausend Schwächen eine Tugend gemacht und denke auch heute, ich hätte eine schlechte Jugend gehabt. Gibt es diesen einen Pfad, auf dem du richtig durch dein Leben gehst? Oder gibt es falsch und richtig jeden Tag auf jedem Weg? Sind die wichtigsten noch die verrücktesten Sachen? Und ist es wirklich alles falsch und doch auch richtig zu machen? Gibt es diesen einen Pfad, auf dem du richtig durch dein Leben gehst? Oder gibt es falsch und richtig jeden Tag auf jedem Weg? Sind die wichtigsten noch die verrücktesten Sachen? Und ist es möglich, alles falsch und doch auch richtig zu machen? Was hab ich sonst noch probiert? Ausbildung, Studium und Arbeiten. Jede Menge Jobs und gefallen hat mir gar keiner. Ein Studium, zwei Semester, das zweite drei Wochen. Dann hab ich aus persönlichen Gründen abgebrochen. Was ich gut konnte, war sich überall rein und wieder rauswieseln und dringend zu erledigen. Mit Tätigkeiten aufschieben und zwar weit nach hinten auf die ganz lange Bank. Hatte ich auf Arbeit keinen Bock, dann war ich ganz lange krank. Mit dem Zug rumgefahren und hab Leute besucht. Nebenbei Texte geschrieben, die ich auch heute noch gut finde. Zumindest einige davon, manche sind mir peinlich. Denn was ich damals tat, das tat ich meistens ohne Weitsicht. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, das Richtige zu tun. Und die Selbstverwirklichung ging bei mir nicht nur per Beruf. Ich spürte auch bei jedem falschen Schritt das Schicksal in meinem Blut. Und war bis heute jeden Tag, so wie die Wirklichkeit mich schuf. Gibt es diesen einen Pfad, auf dem du richtig durch dein Leben gehst? Oder gibt es falsch und richtig jeden